Die Casa de les Punches, eine der beeindruckendsten Gebäude in Barcelona. Und damit herzlich willkommen zu MYD Travel. An einer der größten und wichtigsten Verkehrsader Barcelonas, der Avinguada Diagonal, liegt das herrschaftliche Gebäude, die Casa de les Punches. Das Haus der Familie Terradas wurde von 1903 bis 1905 erbaut und durch das Erbe des Vaters, einen bekannten Textilhändler aus Barcelona, finanziert. Es ist in drei Abschnitte aufgeteilt, jeweils einen für jede Tochter der Familie. Einige Hinweise und Details lassen auch noch heute auf die ursprünglichen Besitzerinnen des Hauses schließen. Das Grundstück ist für Barcelona zu dieser Zeit relativ ungewöhnlich, eine dreieckige Form, dazu ein Haus mit sechs Ecken bzw. sechs Türmen. Insgesamt natürlich hebt sich das dadurch sehr aus dem klassischen Stadtbild heraus. Vor allem die kunstvoll verzierte Fassade mit ihren vielen kleinen Keramikplatten und den bunten Fenstern. Seit einigen Jahren ist das Haus auch nach einer langen Restaurierungsphase für die Öffentlichkeit zugänglich. So ist es möglich, den westlichen Teil und das Dach zu besichtigen. Im Inneren wird in mehreren Räumen, teilweise auch interaktiv, über die Geschichte und die baulichen und künstlerischen Eigenschaften informiert. Auf dem Dach kann man die vielen Türme mit ihren tollen Dächern und die Aussicht über die Stadt bewundern. Der Eintritt kostet zwischen 10 und 15 Euro, je nachdem, wo ihr das Ticket online bucht. Alternativ gibt es natürlich auch die Möglichkeit für eine Führung. Am einfachsten kommt ihr dorthin mit den U-Bahn-Linien L4 und L5. Dort beides mal an der Station Verdagor. Von dort aus sind es keine 300 Meter mehr bis zur Casa de les Punches. Ich kann euch den Besuch definitiv empfehlen. Sowohl von innen als auch außen gibt es hier einige tolle Sachen zu entdecken. Insgesamt künstlerisch sehr, sehr schön gestaltet und preislich auch voll in Ordnung. Definitiv eine Empfehlung meinerseits. Dementsprechend, das war's von mir für diese Folge MYD Travel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne mal eine Bewertung da. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. In diesem Sinne, wir sehen uns demnächst. Bis dahin, ciao.